Ja, hi Leute, hier wieder euer Toso mit Channel Inside. Und ja, was soll ich sagen? Komm nach einer 80-Stunden-Woche nach Hause und das Erste, was ich tue, ist, ich kontrolliere natürlich, ob mein Freund hochgeladen hat. Ja, und der hat das tatsächlich getan. Seht ihr? Perfekt. Aber warum ich jetzt dieses Video mache in diesem Zustand, ja, ich habe schon ein wenig Stollichnaja naja, getrunken und ja, seht ihr hier, Abo versus Abo. Ja, was soll ich dazu sagen? Kann man so viele Anfragen eben, ja, abonniere mich, wenn ich dich abonniere und pipapo und Leute, es geht mir mittlerweile schon so auf den Nerven, dass ich dazu ein Video mache und das mache ich auch nur, wenn ich so betrunken bin wie jetzt und ziemlich sauer bin. Leute, ihr könnt noch so gut sein, wie ihr wollt. Du bist sicher ein toller Let's Player und was auch immer du machst, aber ich habe heute fünf solche Anfragen bekommen und ich kann nur sagen, ich brauche diese Abos nicht. Aus einem Grund, ich bin Österreicher und Österreicher sind nicht im Partnervertrag von YouTube. Also ich kann mit Abos weder Geld verdienen noch sonst irgendwas. Ich mache das allein nur, weil es mir Spaß macht, okay? Und das solltet ihr auch tun, finde ich, weil die Community echt cool ist und ich auf diese Weise wirklich tolle und nette Leute kennengelernt habe, die eben die gleichen Interessen haben wie ich. Also, ich weiß nicht, was euch im Kopf herumgeht, dass ihr glaubt, wenn ihr Abos habt, ja, dann macht ihr den riesen Rehbock und ja, Leute, wenn ihr die Schiene fährt und Let's Plays hochlädt oder Tutorials hochlädt und pipapo. Erstens einmal gibt es da Leute, die haben weder ein Jahr lang regelmäßig hochgeladen, noch haben sie sich auf irgendein Thema versteift. Das heißt, dass sie ja, Tipps und Tricks anbieten, das ja Videos betrifft oder ja, soll es ja eine Küchensendung sein oder eine Kochsendung sein, Entschuldigung. Oder ja, also bei Let's Plays, Leute, ist es so, die Jungs, die wirklich damit Geld verdienen, die haben das schon seit Jahren gemacht und laden regelmäßig mindestens täglich ein Video hoch. Ja, ich will da jetzt niemanden beim Namen nennen, aber ihr kennt sie alle und die verdienen auch nicht das Mördergeld, das ihr glaubt, ihr könnt damit verdienen. Und Abos allein bringen euch auch nichts, ne? Schlussendlich ist es ja so, dass die Klicks dann werden und ihr braucht mindestens täglich 10.000 Klicks, ne? Auf euren Kanal oder auf eurer Homepage, ne? Dass ihr einigermaßen so zwischen 500, ja, oder ja, ich über den Daumen 500 bis 1000 Euro verdient. Und das müsst ihr dann ja schlussendlich auch noch versteuern, dann bleibt euch ja grundsätzlich auch nur noch die Hälfte. Also, ich verstehe das nicht. Also, diese Jagd nach Abos, die eigentlich dann eigentlich ja nicht einmal eure Videos anschauen und nicht einmal draufklicken. Was soll das? Ich habe mir deinen Kanal angeschaut, du machst tolle Sachen, okay, das ist auch okay, ist auch ja, was soll ich sagen? Du bist seit 2 Monaten oder 1 Monat dabei, ich weiß nicht, aber ich nehme jetzt nur dich, du darfst mich jetzt nicht falsch verstehen, das ist schon okay. Pff,
Du. ich weiß auch nicht. ja. Na, ich trinke jetzt noch einmal einen Schluck und dann probiere ich es noch einmal. Hey Leute, ihr verdient mit YouTube nicht das Geld. Das ist einmal grundsätzlich das Faktum. Und Schweizer und Österreicher sind von den Partnerverträgen ausgeschlossen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Österreicher oder einen Schweizer fragt, ob er für euch Sub für Sub macht, na ja, dann schießt euch selber in das Knie, ne? Also, ich weiß auch nicht. Hey, mir macht das Spaß. Ich habe da echt coole Leute kennengelernt und ja, das ist ja. Und wenn ich denke, was für Qualität manche dann da einfach und sind nicht einmal noch 3 Wochen dabei und ich habe nur 30 Abos. Ja, was soll's? Ihr ladet ja hoch, weil es euch eben Spaß macht und euren was Software-Update. Hey, cool, Firefox 5 gibt es schon. Cool. Werden wir gleich aktualisieren. Was soll ich euch sagen? Ja, wie gesagt, ich werde damit nie Geld verdienen, deswegen gibt es bei mir auch kein Sub for Sub. Bin froh, dass es abgeschaffen wurde. Jetzt kommen die Freundschaftsanfragen daher, von denen ich nicht einmal mehr weiß, ob die überhaupt ein Abo gemacht haben. Leute, die könnt ihr haben. Mittlerweile werde ich dann schlussendlich auch die Freunde ausblenden, weil es eh nichts bringt. Ich kann nicht immer nachschauen, ob der jetzt ein Abo gemacht hat oder nicht. Ja, was auch immer. Ist auch egal. Mich nervt das Ganze nur ziemlich. Und ja, was wollte ich damit sagen? Doso versus Sub for Sub und abonniert mich. Ich will euch nur jetzt kurz noch einmal sagen, ihr braucht, damit ihr ein wenig Geld verdient, das ihr noch nicht versteuert habt, mindestens 10.000 Klicks pro Tag auf eurem Kanal. Vielleicht könnt ihr das dann auch mal umleiten auf eure Homepage, wenn ihr es anständig gemacht habt. Und dann bekommt ihr vielleicht ein wenig Marine. Das reicht aber nicht fürs Leben. Und ja, ich will euch eure Illusionen nicht nehmen, aber ihr könnt mit YouTube, wenn ihr da nicht schon 5 oder 10 Jahre dabei seid und einen Content habt und eine Qualität habt und auf Sachen versteift, die einfach eine Linie haben, ja, dann geht da nichts. Also lasst das. Macht das, weil das einfach dafür gedacht ist, dass ihr Spaß habt. Ja, haut eure Sachen rein, macht Videos, weil es lustig ist, macht Videos, weil eure Freunde das sehen sollen. Und ja, aber diese Abo-Jagd, ne, die eigentlich keinen Sinn ergibt, ja, das verstehe ich nicht. Und da muss ich da eine Flasche Stolich, naja, saufen, damit ich euch das erzählen kann. Hey, ihr seid doch nicht dumm, ihr seid nur jung, aber ihr könnt doch rechnen, ne? Da gibt es genug Programme zum, ja, egal, aber ihr könnt euch doch hier anschauen, was gewisse YouTuber verdienen und wo nicht, ne? Und naja, whatever. Das wollte ich nur sagen, ja. Ich bin jetzt anbei wieder zu Hause und am Wochenende produziere ich dann ein paar Sachen, dass mein Tutorial-Kanal auch wieder online gehen kann oder zum ersten Mal online gehen kann. Und ja, ich danke euch vorerst, dass ihr die eine Woche, die ich ausgelassen habe, mir die Stange gehalten habt. Es ist ja nicht so einfach, von der Ferne das alles zu steuern, aber ja. Gut. Sub for Sub, lasst es.
Abo für Abo, ja, was soll's. Wenn ihr meine Videos sehen wollt, dann abonniert's. Das ist die einzige Möglichkeit, wo ihr dann am Laufenden bleiben könnt. Und ja, alles andere, ja, hat auch keinen Sinn. Ja, was soll ich sagen? Bin ein wenig enttäuscht. Also, ich habe vorigen Herbst begonnen mit dem Hochladen und es war super und es war toll und so weiter. Und je mehr ich da auf dieser Plattform unterwegs bin, desto mehr kommt mir vor, jeder will damit nur Geld verdienen. Das geht mir so am Anus. Ja, so, Leute, lasst das. Das schafft ihr nicht. Und wozu auch? Macht das, weil es Spaß macht. Und ja, so soll es auch bleiben. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch viel Spaß, was immer ihr auch macht, ne? Und macht es anständig. Lernt euer Handwerk, lernt ein wenig mit Videos umzugehen. Ja, ich kann euch helfen. Es dauert nur ein wenig. Mein Tutorial-Kanal ist bald einmal fertig und dann kann ich auch ein paar Tipps und Tricks geben. Ich werde in Zukunft auch jeden Kanalkommentar mit einem Video beantworten und das möchte ich auch gleich im Vorhinein sagen. Wenn jemand eine persönliche Nachricht schickt und die Antwort nicht mit Video haben will, soll er gleich sagen, okay, das lassen wir dann so. Ich werde ihm dann eine schriftliche Antwort geben, ansonsten mache ich das einfach mit dem Video, weil wir sind ja auf einer Plattform, die Videos bevorzugt. Gut. Euer betrunkener Toso, euer trauriger Toso, euer angefressener Toso und ja, habt ein schönes Wochenende. Sapfa sapa. Abo geile Leute. Unglaublich. Ciao.